In dem heutigen Video werde ich jede App aus dem App Store testen, die irgendwie ansatzweise etwas mit Brawl Stars zu tun hat. LOL! Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Box? Die gibt's doch noch nicht mal in Brawl Stars. Ist das dein Ernst, App-Betreiber? Du willst die Leute hier mit so einer App im App Store abziehen? Alter Leute, in der App hier gibt es auch einfach mal eine neue Box im Shop, die wir jetzt hier aufmachen können. Ich bin mal sehr gespannt, vielleicht ziehen wir hier sogar auch einen neuen Brawler raus, den es im offiziellen Brawl Stars Spiel noch gar nicht gibt. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute, in diesem Video, werden wir tatsächlich 30 Apps testen, die etwas mit Brawl Stars zu tun haben. Ich habe einfach mal in meinem App Store spaßeshalber Brawl Stars eingegeben und ich habe mir original jede App runtergeladen, die irgendwie etwas mit Brawl Stars zu tun hat. Und wir werden heute jede dieser Apps in dem Video testen. Leute, das Ganze ist wieder unglaublich viel Aufwand. Deswegen lasst euch jetzt schon mal wieder gerne einen fetten Daumen nach oben da hier auf diesem Video. Schaffen wir es mal wieder hier die 10.000 Daumen nach oben zu erreichen. Und falls ihr ähnliche coole Ideen habt, schreibt mir gerne mal eure Videovorschläge in die Kommentare für Sachen, die ich vielleicht nochmal cool in Videos testen kann. Oder allgemein, wenn ihr coole Videoideen habt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drum rum. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn am Ende gebe ich nochmal ein abschließendes Fazit, welche von diesen Apps ich empfehlen kann und welche nicht. Aber Leute, noch eine ganz wichtige letzte Sache. Am 16.01. um 14 Uhr auf dermatch.de ist es endlich wieder soweit. Das neue Dermatch Neujahrespaket kommt endlich raus. Das Paket ist limitiert auf 1500 Stück und es ist wirklich unglaublich heftig. Ihr könnt wieder wählen zwischen Hoodie und T-Shirt-Paket. Dazu gibt es dann als allererstes eine handsignierte Autogrammkarte, unterschrieben von Lukas und mir. Und richtig heftig, dazu gibt es dann noch einen 2021 Jahreskalender mit 12 individuell bemalten Seiten. Der Kalender hat eine Größe von DIN A4. Ihr könnt ihn sowohl aufhängen als auch auf euren Schreibtisch stellen. Und das Ganze ist, wie gesagt, streng limitiert auf 1500 Stück. Also seid echt verdammt nochmal schnell. Die erste App ist tatsächlich ein Box-Simulator. Da haben wir tatsächlich mehrere von mit dabei. Und hier brauche ich jetzt erstmal Juwelen. Und für Juwelen muss ich, glaube ich, wahrscheinlich Werbung gucken. Okay, Leute, wir machen die Megabox jetzt einfach mal auf und gucken, was passiert. Wir kriegen erstmal Münzen, Frank. Und das war's. Nächster Box-Simulator. Wieder eine kostenlose Megabox. Mal gucken, was wir jetzt hier rauskriegen. Münzen, Juwelen, Poco. Dann als nächstes haben wir tatsächlich eine Brawl Stars Stats App. Die muss ich sagen, finde ich ganz cool. Hier haben wir so eine kleine Übersicht über mich, wie ich zum Beispiel seit dem 16. Juni letzten Jahres gepusht habe. Man merkt auf jeden Fall, ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr gepusht. Und ansonsten, ja, ist auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle App. Hier sehe ich auch zum Beispiel, dass ich seit dem 11.07. tatsächlich in meinem Danita Club, den ich zusammen mit Lukas führe, drin bin. Oh mein Gott, im nächsten Box-Simulator können wir tatsächlich die alte Megabox aus Brawl Stars aufmachen. Let's go, wir haben jetzt tatsächlich 300 Juwelen und machen jetzt hier einfach mal diese Megabox hier auf. Und mit 10 Bibi. Okay, wir machen sie nochmal auf und... Hallo? Was ziehen wir jetzt? Piper. Und ein letztes Mal. Und Frank. Ja, nice. Nächster Box-Simulator. Wieder mit einer neuen Megabox. LOL. Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Box? LOL. Die gibt's doch noch nicht mal in Brawl Stars. Oh mein Gott. Okay, gucken wir, was hier rauskommt. Erstmal Münzen. Und Shelly. Wow. Nächste App. Tab hier. 5 Elixier. Nice. Das war's. Gems Radar Tracker, okay. Mann, ich krieg die ganze Zeit Werbung. Okay, Free Gems. Ist das dein
Ernst-App-Betreiber. Du willst die Leute hier mit so einer App im App Store abziehen? So, Werbung gucken. Okay, und wir ziehen Münzen und Powerpunkte. Und das war's. Brawl Stars Coloring Book. Ach lol, ich glaube, ich kann jetzt hier so Leon einfach anmalen. Okay. Ja, ist ganz cool. Hier gibt es auch wieder Hintergründe von Brawl Stars. So, welche sind denn die besten Hintergründe? Nein, ich will keine kostenlosen Gems. Ja, also ich meine, ich finde jetzt den Hintergrund nicht so cool. Lol, wir sind hier in der nächsten Box-Simulator-App. Und hier gibt es einfach mal eine Skin-Box und eine Energy-Box. WTF, Mann. Okay, wie kriege ich jetzt hier so Gems? Oh nein, hier muss ich auch noch Minuten warten, um hier Gems zu bekommen. Oh Mann. Okay, wir machen wenigstens die kostenlose Brawl-Box mal auf. Okay, wir kriegen Penny. Immerhin. Die nächste App ist tatsächlich ein Brawl-Stars-Guide. Okay, was erzählt er uns jetzt hier zu legendären Brawlern? Also erstmal sind hier nicht mal alle legendären Brawler drin. Das ist schon mal auf jeden Fall nice. Wir haben auch chromatische Brawler. Und da ist bisher nur Gale drin. Also die App ist auf jeden Fall schon mal nicht up to date. Dann haben wir die nächste App. Hier gibt es auch wieder Stats. Da habe ich schon tatsächlich mal meinen Namen eingegeben. Loster C-Nagel. Gucken wir mal. Also die muss ich sagen, sieht tatsächlich auch vom Design her cooler aus als die erste, die wir uns angeguckt haben. Ja, also geht auf jeden Fall klar. Was passiert jetzt hier, wenn ich jetzt auf Leon drauf gehe? Ah, okay. Da sehe ich zum Beispiel, ich habe 9 Pokale heute mit Leon gepusht. So, in der App muss man jetzt hier tatsächlich diese Brawler so verschieben, um sich dann hier... Ich glaube, das ist zumindest Crow. Ich kann ihn aber gerade hier auf jeden Fall... nicht so ganz erkennen. Ja, WTF, wie schwer ist das denn? Aha! Nice! Okay, das ist ganz cool. Okay, was ist das hier? Ein Brawl Stars Guide. Wir gehen mal auf Update News. Oh mein Gott, das sind ja die allerältesten Update News, die ich jemals gesehen habe. Was sind jetzt hier für Brawler drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier gibt es tatsächlich zu der Zeit gerade mal 2 legendäre und 2 mythische Brawler. Oh mein Gott, die App ist schon ultra alt und wurde ultra lange nicht geupdatet. Lol? Oh mein Gott, was ist das denn für ein alter Box-Simulator hier? Hä, das ist irgendwie so das alte Brawl Stars-Design, aber hier sind auch schon Gale und Surge drin. Noch ein Box-Simulator mit noch einer neuen Megabox, die es so noch nicht im Spiel drin gibt. Die machen wir auch mal direkt auf. Okay, let's go. Was ziehen wir? 3 verbleibende Gegenstände. Nice. Erstmal den Boxer. Dann Colt und... Shelly. Oh Mann, kein neuen Brawler. Okay, das ist auch eine ganz coole App. Also die App gefällt mir auf jeden Fall auch noch besser als die andere App, die wir vorhin gesehen haben, wo man sowas ausmalen musste. Denn hier wird einem wenigstens noch vorgegeben, wo man jetzt hier welche Farbe platzieren muss, damit das Ganze am Ende auch cool aussieht. Also das ist wirklich halt so malen nach Zahlen. Das ist echt ganz nice. Also ich glaube, hier werden aber auch nicht alle Felder vorgegeben, sondern nur so ein paar. Aber trotzdem, das ist eigentlich ganz cool. So, da ist der Crow dann auch schon fertig. Dann haben wir noch eine App. Hier können wir auch Byron einfach mal nachmalen. Also, okay, aber Rot passt nicht so ganz zu Byron. Der ist ja mehr so lila-mäßig. Aber trotzdem habe ich jetzt leider seine Farben nicht ganz im Kopf. Aber es ist auch ganz cool eigentlich. Dann haben wir noch eine Stats-App. Hier könnte ich jetzt auch wieder mein Profil angucken. Jetzt haben wir hier verschiedene Sticker. Ah, lol. Das ist ja nice. Ich habe die Sticker jetzt mal auf mein anderes Handy runtergeladen und schicke jetzt Lukas mal ein und guck, wie er reagiert. Okay, Lukas gefällt auf jeden Fall der Sticker. So. Lol. Okay, in der App kannst du lernen, wie du verschiedene Brawler zeichnest bzw. malst. So sehen wir jetzt, wie wir Genie malen können. Alter Leute, in der App hier gibt es auch einfach mal eine neue Box im Shop, die wir jetzt hier aufmachen können. Ich bin mal sehr gespannt, vielleicht ziehen wir hier sogar auch einen neuen Brawler raus, den es im offiziellen Brawl Stars Spiel noch gar nicht gibt. Okay Leute, wir machen jetzt die krasse Box hier auf. Let's go, was ziehen wir? Okay, erstmal 3 verbleibende. Frank, Shelly und
LOL, wir ziehen auch einen neuen Brawler. Wir ziehen einfach mal Mortis. Ja, Leute, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, was ist jetzt hier mit diesem Video? Gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare, welcher dieser Apps ihr am coolsten fandet. Ganz wichtig nochmal zu sagen ist, dass keine dieser Apps offiziell von Brawl Stars bzw. Supercell erstellt wurde. Und es sind auch einige Apps mit dabei, die wirklich gefährlich sind, weil durch diese Apps probiert wird, an eure Daten zu kommen. Und des Weiteren sind in sau vielen dieser Apps unglaublich viel Werbung drin. Das heißt, viele dieser Apps sind auch nicht wirklich so spaßig, die zu benutzen, weil halt alle 2 Sekunden Werbung kommt. Also passt wie gesagt auf. Bleibt am besten beim Original Brawl Stars. Die Apps, die ich cool fand, waren tatsächlich die Stats-Apps und die, wo man einfach mal nach Zahlen machen konnte. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Checkt die Videos aus der Endcard aus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.